Wir fangen heute mal mit was Älterem an. Ist er älter als du? Ich weiß gar nicht, was das für ein Baujahr. 55. Wann bist du geboren? Genau, mein Baujahr. Das ist dein Baujahr? Ja, ein 55er Käfer. Wunderschönes Auto. Top gepflegt, top Zustand. Der ist im Bau 55, 5.55 gebaut, PS, 22 kW. Siehst du, der ist noch älter als ich. Ich bin 12.55 geboren. Wow. Cool. Der ist noch älter als du. Ja. Ach, da kommt der Nächste. Wollen wir den auch auslesen oder was? Ja, was ist denn heute? Oldtimer-Treffen hier oder was? Ja, den kennt ihr auch. Den habt ihr auch schon mal in dem Video gesehen. Ja. Meines Erachtens nach der beste Koch von Köln, Christoph Paul. Das ist schon ein mega, mega schönes Auto. Eine alte. Oh, guck mal, der Keilriemen wieder wackelt, Junge. Alte Gleichstromlichtmaschine. Und man sieht, wie der Riemen hier am Wackeln ist. Der ist auf jeden Fall zu lose. Hier oben ist also eine Gleichstromlichtmaschine. Hier ist der Regler von der Gleichstromlichtmaschine. Vergaser, Verteiler mit dem Zündkontakt. Ja, komm mal ein bisschen. Ja. Und hier ist die Kraftstoffpumpe. Das ist wirklich schon der ganz alte Motor. Die Modelle danach waren ein bisschen anders. Und hier oben ist ein Luftfilter, da ist auch noch Öl drin. Guck mal, starre Kraftstoffleitung. Ja. Ist Öl drin, um die Luft zu filtern. Machen wir eben den Motor aus, da können wir uns den Keilriemen mal angucken. Ah, schön ruhig. Also ist so, dass der Keilriemen hier, ach Gott. Ja. Der wird gespannt, indem hier die Schraube gelöst wird. Da liegen hier so Unterlagsplättchen drunter. Ne? Große Unterlegscheiben sind da drin, die nimmt man da weg. Und wenn man die hier zwischen wegnimmt, wird der Abstand hier enger. Und der Kohle ist, und wenn ich die hier wegnehme, lege ich auf der Seite dabei. Genau, und dann wird der Kohle hier ein bisschen enger. Und dann, wird der gespannt. So spannen wir das. So ist nicht viel, vielleicht ein Scheibchen, zwei Scheibchen. Ja, aber das ist schon ganz schön. Ja. Das alte Wolfsburg-Zeichen da. Wunderschön. Ist das emailliert oder was? Ja, das ist auch emailliert. Oh, guck mal. Meinst du, allein wenn du das Ding hier kaufen willst, was das kostet? Du? Echt schön. Ja. Der Wagen hat keine Blinker. Könnt ihr mal schauen? Er hat keine, naja, keine Blinker. Da vorne hat er noch schon Blinker. Hinten aber nicht. Hinten hat er nichts mehr. Und er hat hier an der Seite sogenannte Winker. Normalerweise ist es so, die Winker kommen raus und leuchten und blinken. Wir haben das ein bisschen umgebaut. Fanden wir eigentlich viel, viel schöner. Lass uns die Zündung anmachen. Hat einfach viel mehr Move, finde ich, oder? Ja. Normal kommen die raus, wie gesagt. Und aber so ist es einfach mega geil. Haben wir einfach einen Blinker hier reingebaut. Und so kann man eben von hinten auch immer schön sehen. Da ist so ein kleines Männchen drin. Genau, das zieht über uns. Und das ist immer schön. Auf der rechten Seite dachte ich, die gehen auch. Schalt's mal um. Und das ist natürlich der volle Hingucker. Ne? Oh! Ah, da ist das Birnchen kaputt. Da ist das Birnchen kaputt, ja. Da blinkt das Birnchen. Mach's nochmal an. Linke Seite. Naja, das Birnchen kaputt. Ja, okay. Da müssen wir da auch noch den Birnchen gucken. Also bis jetzt haben wir Keilriemen und das Birnchen. Das ist schon toll. Ein 62-Jähriger sitzt in einem 62 Jahre alten Auto. Echt cool. Mal gucken, ob wir hier gerade auf der Bühne drauf sind, weil die Autos haben ja früher nicht so eine breite Spur gehabt, wie sie heutzutage haben. Deswegen muss ich auf der Bühne echt genau gucken, dass ich genau auf der Bühne drauf bin, weil sonst fällt der mir gleich runter. So, ich würde sagen, das ist gerade. Oh ja, vorne kann man auch sehen, ist die Heizung auch sehr interessant. Das Wasser, was hier durch den Motor durchläuft und durch den Kühler durchläuft, läuft aber auch als erstes hier lang. Nee, so rum. So rum oder so rum, weiß ich ganz genau. Hier lang. Hier ist ein Wärmetausch, hier ist die. Aus dem Kopf raus eigentlich, ne? Aus dem Kopf raus. Guck mal, hier ist das hier oben. Ah ja, okay. Aus dem Kopf raus. Und hier ist das Ventil, mit dem man das aufmacht. Der Junge betätigt das jetzt mal, damit es aufgemacht wird. Siehst du das? Ja, machen wir es wieder zu. Ja? Hier ist der Hebel. Da steht auch drauf, Temperatur, Max, und hinten auf der Seite steht Min drauf. Dann zieht man hier dran und kann den dann auf Maximal bringen oder wieder zurück und auf Minimum. Wie schön, dass das heute alles elektrisch geht, ne? Ja, und so läuft das Wasser dann hier durch einen Wärmetauscher da innen drin und dann so wieder zurück. Und hier ist ein kleiner Lüfter drin. Hier kann man auch eine Klappe aufmachen, dass die Luft richtig durchströmt. Und der Lüfter sorgt dann dafür, dass es innen drin warm wird. Hier kann man schön sehen, die Umschaltklappe für die Luft. Da ist der Hebel dafür. Ja, dann hier drüber
geregelt. Auch geil, diese ganze Knöpfe hier dran ist schon sehr, sehr, sehr schönes Auto. Nur ein ursprüngliches Auto. Ne? Ja, und so wird das innen drin auch warm gemacht. Aber normalerweise fährt man mit dem Wagen sowieso nur das schöne Wetter. So, hier haben wir ein schönes Auto. Ein Mercedes 230 SL Pagode. Pagode ist war der Spitzname für dieses Auto. 66er Baujahr, das Ding sieht aus wie aus dem Laden. So, auf der Anspannung. Ja. So, jetzt gucken wir mal unter die Haube. Der bekommt die Haube noch eingestellt. Er hat das in der Karosseriewerkstatt etwas machen lassen, glaube ich, neu lackieren lassen. Und dann hat man ihm so einen Öffner hier zwischengelegt. Falls die Haube nicht aufgeht, kann er hier pumpen. Und dann plopp geht die Haube hoch. Ich kann das ja mal gerade machen. Schauen wir mal, was die Haube macht, wenn sie nicht aufgeht. Na gut, wenn sie festhängt, pumpe ich sie hoch und da kann man schön an der Seite sehen, wie sie hochgeht, hier entriegelt wird und da kann man die Haube aufmachen. Das Neue aus der Werkstatt ist. Komm, das ist aber nichts Neues, Holger, was da gerade kommt. Da ist gerade ein Wagen reingekommen. Komm mal mit, Patrick. Wo ist denn der jetzt hingefahren? Da. Vorbei. Wow. Der kippt den gerade ab. Guck gleich das Bahn. Was für ein geiles Auto. Komplett restauriert, komplett gemacht, der Wagen. Ein Karmann-Gia. Freue ich mich schon drauf, weil das wunderbare, schön elektrisch ist. Ganz simple Elektrik. Ohne Elektronik, ohne irgendeinen Schnickschnack, ja. Ohne OBD, ohne alles. Das ist echt super, OBD, super, super schöner Wagen. Aber guck mal, lass mal hinten und guck mal, was hat der für einen Motor dran? Moment, der geht von hier aufzuziehen. Oh, der Junge kennt sich aus. Ja. Guck mal, hier ist das Hebel schon, um den aufzuziehen. Zieh mal. Ja, wow. So. Ach, guck mal, Jürgen. Oh. Ja, das ist noch ein Gleichstromgenerator hier. Gleichstromgenerator. Eine geile Doppelvergaser, eine Weber-Doppelvergaseranlage ist da drauf. Ja, ja, ja. Einfacher Zündverteiler mit Verteilerkappe. Super, oder? Oh, ist das schön. Das ist ja Nostalgie pur, du. Oh, guck mal, da noch einen super geilen Auspuff drunter. Guck dir das mal an hier. Guck mal runter. Was ist da für eine tolle Auspuffanlage. Echt schickes Ding. Ja, ich würde sagen. Aufpassen. Pass auf, Holger. Den verkabel. Moment, ich mach es mit hinten zu, warte. So. Also das schönes Ding. Schön, oder? Da freue ich mich drauf. Ein altes Mercedes Serviceheft. Oh, gut, sogar noch mit der Codekarte drin. Eieiei. Das ist der Hammer, ne? Guck dir das mal. Die sollte man eigentlich zu Hause lassen, ne? Die Codekarte. Ja, hier aber ist die Schlüsselnummer und alles drauf. Erste Inspektion 8.76. Aber das Ding sieht aus wie aus dem Laden, das Auto. Ein 280 SLC, ja. Das ist 76er Baujahr, ne? Ja, das ist eine Kundin von uns. Ich glaube, guck mal, mit Wischer vorne dran, ist das nicht geil hier. Wirklich eine ganz treue Kundin von uns, die wir schon seit 25 Jahren oder 30 Jahren in unserem Kundenstamm haben. Und wir pflegen seitdem das Auto. Sie will auch kein neues Auto. Das ist ein Baujahr 1976. Also, Kundin ganz viele Jahre schon bei uns. Wir haben dann schon den Unterboden geschweißt und sie mag kein anderes Auto. Sie ist auch weit über 80, aber topfit, ne? Topfit. Und sie fährt noch mit dem Wagen. Sie hat nur jetzt ein Problem und zwar fährt sie Getriebeölverlust. Und Teile für so ein Auto zu bekommen, ja, bekommt man noch. Aber es sind meistens, oh, da tropft es ja schon raus. Was ist das denn? Warum tropft das denn? Das könnte Öl sein. Ja, das ist vor allem Getriebeöl. Vor allem Getriebeöl. Ich hole mal Lappen. Ich hole mal eben Lappen, ja, bitte, da drauf. Bitte. Ach, weil wir den hin und her geschoben haben, ja? Jürgen. Vom Hin- und Her schieben? Nee. Wieso ist da nichts drin? Oh, war aber Getriebeöl drin. Auf jeden Fall Getriebeölverlust natürlich nicht in diesem Maße. Wir haben. Ne? Ja. Ja, ja, doch, weil wir es hin und her geschoben haben. Der Anschluss ist nicht drauf. So. Die Leitung ist nicht drauf. So, auf jeden Fall Getriebeölverlust, weil sie irgendwo aufgesetzt hat. Hat Feindberührung gehabt, ne? Wie das stelle ich mich hier drunter. Wie das hier verbogen ist an dieser Stelle.
Dann haben wir das versucht, ein bisschen nachzubiegen. Eine neue Dichtung haben wir dann drauf gemacht. Man sieht auch hier, dass das hier so eingedellt ist. Guck, das siehst du richtig schön. Und auch hier, wenn du hier siehst, das ist hier auch bauchig. Ne? Ja. Wenn man von unten guckt, soll man schauen. Also hier ist, da ist irgendwo. Irgendwo hat sie Feindverrohung gehabt. So, und das haben wir nicht mehr dicht bekommen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bestellen wir eine neue Ölwanne. So, und die Ölwanne haben wir reingebaut. Ist etwas dicker. Und die ist 7-mal ersetzt. Okay, beim Baujahr 76, ja klar, die ist 7-mal ersetzt worden. Und hier ist eine Leitung, die führt oben zum... Das ist die Leitung für den Ölstand zu messen. Ne? Oder ist das? Ja, genau. Müsste guck, eigentlich sein, ja, genau. Das ist die Leitung für den Ölstand zu messen. Und die passt eben hier nicht mehr drauf. Die hatte, weil die Ölwanne hier dicker ist und die andere hier oben angebracht war. Jetzt ist die hier unten, ne? Die andere war hier oben, weil die hier viel dünner ist. Ja, also kann man, dreh das mal so. Ja. Ja, das ist viel flacher. So, und jetzt gibt es eine neue Leitung, die hier unten rangebracht wird. Genau. Doof ist, dass Mercedes uns das jetzt nicht direkt mitgeliefert hat. Wir haben jetzt wieder einen Tag Verzug. Wir bekommen jetzt diese neue Leitung nach oben und dann bauen wir das ein und haben wir dem Wagen wieder neues Leben. Wieder im Originalzustand. Ja, ne? Also, ja, können wir mal gucken. Wir haben ja schon mal komplett die ganzen... Ja, ein paar neue Spurstangen reingemacht. Umlenkhebel und sowas, Schubstangen, alles neu gemacht. Also das Auto ist echt in einer guten Pflege. Und unten drunter schon einige Stellen hier geschweißt. Den Endschalldämpfer haben wir vor kurzem noch neu gemacht. Also die Dame legt sehr viel Wert auf den Wagen. Und ich finde es auch schön, an so einem ziemlich viel Unterbodenschutz drauf. Ne? Hier ist kräftig Unterbodenschutz. Dieses schwarze Zeug, was noch so ein bisschen glänzt, das ist nachträglich aufgebrachter Unterbodenschutz. Und der versiegelt das Auto natürlich, sodass wir lange was davon haben. Ja, also okay, jetzt warten wir auf die Leitung, bis die neue Leitung kommt. Und dann machen wir die rein. Hier ist aber auch kein Rost und nichts dran. Ne? Ja, ist super. Das ist ein ganz, 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 ganz tolles Auto. Innen drin die Ausstattung. Wir können doch mal reingucken. Warte, ich mach mal auf. Ja, mach mal auf. So, warte, ist hier, doch, nur sitze. Der ist zu. Ja, geh auf die andere. Du kannst die andere Seite auch aufmachen. Komm hierher, Patrick. Hier kann man schön sehen, das sind Velursitze. Die sehen auch vom Zustand aus wie neu. Das ist echt gepflegt. Echt schön. Riesengroßes Lenkrad. Ja. Schickes Ding. Schon schön, ne? Ja. Das war's heute. War das eigentlich ein Oldtimer-Special? Ich habe eben schon gesagt, ein 62er fährt in einem 62 Jahre alten Auto. Cool, ne? Ja. Ja. Super. Ja, ja. Toll. Mhm. Ja. Klingt interessant, ist es aber nicht. Gute Zeit, bis nächstes Mal. Gut. Tschüss. Tschüss.